28. Dezember 1965. Hansa-Anhängern, denen muss man nicht mehr viel zu diesem Datum sagen. Exakt heute vor 50 Jahren wurde der FC Hansa gegründet. Damit herzlich willkommen zum Nordmagazin Land und Leute. Und herzlich willkommen an Gerd Kiesche. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und an unseren Hansa-Experten Jan Dittjurgeit. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Spieler, Präsident, Manager Gerd Kiesche. Es gibt nicht wenige, die sehen in ihn eine Art Hansa-Legende. Wie gehen Sie mit diesem Begriff um? Es ehrt mich. Werden Sie heute noch angesprochen auf diese Zeit und sagen Sie, guck mal, das ist doch der Kiesche, das ist er doch? Ja, doch häufiger. Und mal geht es so aus und so. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. In letzter Zeit eher so, ne? Eher so, ja. Wir werden gleich noch reden, natürlich auch mit Jan Dittjurgeit. Der FC Hansa Rostock. Tolle Spiele, tolle Tore und tolle Typen. Welche Typen sind im kollektiven Hansa-Gedächtnis eintätowiert? Unser Kandidat Nummer 1, Joachim Streich. Im Alter von 16 Jahren kommt der Mann aus Wismar zu Hansa. In dem Moment, wo ich Mitglied beim FC Hansa wurde, ist natürlich meine Brust gleich 3 cm breiter geworden. Ich war stolz, in Rostock zu sein. Es war das Leistungszentrum des Nordens. Beidfüßig, dribbelstark, ein fußballerischer Harlekin. In 141 Spielen schießt er 58 Tore und begründet seinen Mythos als Torjäger, meinen Jürgen Heinsch und Axel Kruse. Achim Streich war ja der Gerd Müller des Ostens, würde ich ihn jetzt mal nennen. Man musste ihn immer ein bisschen treten, so. Er ist nicht gerne gelaufen, aber sonst war exzellenter Spieler, vielleicht der beste Stürmer, den die Ex-DDR hatte. Unser Typ Nummer 2, ein Trainer und Gourmet. Mal sehen, was wir uns heute gönnen. Fleischklößchen hatten wir gestern. Nee. Tomatensuppe ist immer gut. Das kann man nichts verkehrt machen. 1990, Rostocks Westimport und Trainer Uwe Reinders soll die Kogge in die letzte Oberligasaison führen. Jede Woche hat er uns klargemacht, wollt ihr Geld verdienen, dann müsst ihr in die erste Liga. Wenn ihr arbeitslos werden wollt, dann könnt ihr euch gleich abmelden. Und so sind wir dann jeden Tag ans Training gegangen. Und so haben wir, glaube ich, in der ersten Halbserie nur ein Spiel verloren. 23. Spieltag. Tor Juri Schlönz. Hansa Rostock gewinnt gegen Dresden. Vom sträflich vernachlässigten Ostklub zum Meister. Dank Tomatensuppenkönig Reinders. Unser Kandidat Nummer 3 schreibt als Rostocker im Nationaltrikot der DDR Geschichte. Gerd Kiesche machte einen Bomber zum Rohrkrepierer und war dabei. Sparwasser und Tor! Jürgen Sparwasser aus Magdeburg. Der Sieg gegen den späteren Weltmeister BRD 1974. Ein Stück Geschichte zu Zeiten des Kalten Krieges. Der Rostocker Gerd Kiesche war dabei. Nicht als Klassenkämpfer, sondern als Klassekämpfer. Soweit die Typen, gesehen von Thorsten Reinke. Gerd Kiesche, die Frage muss kommen. Einmal zur Nationalmannschaft. 74, der Sommer in Hamburg, das 1:0. Wie erleben Sie das heute noch? Ist das überhaupt noch irgendwie in Erinnerung, dieses Spiel? Ja, doch, das bleibt ewig in Erinnerung. Das ist so, als wenn es gestern geschehen ist. Bei den vielen Typen, da gibt es dann noch natürlich viel, viel mehr, da wird diskutiert. Natürlich ein Stefan Beinlich, ein Juri Schlönz, ein Oliver Neuville beispielsweise. Welche Spielertypen sind Ihnen eigentlich in dieser Zeit wirklich hängen geblieben und warum? Na, zum Beispiel auch Juri Schlönz. Über Stefan Beinlich müssen wir, glaube ich, nicht reden. Der hat seine Sache ja sehr, sehr gut gemacht. Ja. War eine ganze Menge, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und aufhören soll. Das sind so viele Spieler, die überragend gespielt haben. Hier hätten wir sie mal heute. Ich habe mit Jan Dittjurgeit vorhin in der Redaktion noch drüber gesprochen. Seit 24 Jahren Hansa-Reporter, ich glaube, ohne Übertreibung, auch hunderte Spieler eigentlich mitgemacht, dieser berühmte Satz, kommen und gehen sehen. Wer ist dir als Spieler besonders hängen geblieben? Also der einzige richtige Weltstar, den Hansa gehabt hat, das ist ja Jari Littmann gewesen. Der ist nur ein paar Monate da gewesen, aber da hat man schon gemerkt,
der geht seinen Beruf mit einer Art und Weise an, wie es auch unvergleichbar gewesen ist. Der ist als erstes morgens da gewesen auf dem Trainingsplatz und ist der Letzte gewesen, der dann wieder ging. Und das alles auch schon im gehobenen Alter. Aber der hat auch eine solche Lust gehabt, jeden Tag auf dem Platz zu stehen. Das ist mir definitiv in Erinnerung geblieben. Ja, man ist natürlich immer auch ein bisschen persönlich befangen, wenn man sagt, wen fand man besonders sympathisch. Perry Bräutigam war immer hochprofessionell, immer mit Top-Einstellung auf dem Platz und auch außerhalb. Ja, und Oliver Neuville ist ein Name, der genannt wurde. Das ist sicherlich auch einer von internationalem Format gewesen. Den wir gleich noch mal sehen werden. Gerd Kiesche, lässt sich das so überhaupt sagen? Welche Zeit ist Ihnen die liebste im Rückspiegel? Die als Profi, als Spieler oder die danach in Funktion als Präsident oder Manager beim FC Hansa? Ja, das ist kurios. Ich glaube, dass ich als damals in der Funktion Präsident, Manager, glaube ich, unglaublich viel und mehr gemacht habe als damals als Spieler. Aber hängen bleibt bei den meisten Zuschauern und Menschen doch der Spieler Kiesche. Anstrengender ist das Physische, das Spielen natürlich. Wie anstrengend war die Zeit, in dieser Zeit, in der Sie Präsident und Manager waren? Die war vielleicht doppelt so groß. Ja, doppelt so groß als Spieler war das nicht ganz so. Was hat besonders Spaß gemacht, Präsident zu sein? Hat das was mit Macht zu tun oder mit den Menschen, mit denen man dann arbeitet? Ja, wir haben ja als Spieler oft davon geträumt, Profis zu sein, auch in den, sagen wir mal, in den Ligen der Bundesrepublik oder in England, was weiß ich auch immer. Und dann das praktizieren zu dürfen, in dem Profisport dann zu Hause zu sein und das mit aufzubauen, das war eine ganz, ganz tolle Sache. 50 Jahre FC Hansa Rostock, da sind wir, hat natürlich mit Typen was zu tun, die wir schon gesehen haben, aber natürlich auch mit ganz entscheidenden Spielen. Die besten Hansa-Spiele. Unser Vorschlag Nummer 1. 1999, für Hansa geht es um alles. Letzter Bundesligaspieltag, erste Liga. Rostock muss in Bochum gewinnen, um nicht abzusteigen. Oliver Neuville, Hansa-Stürmer mit klaffender Wunde. Kann er weitermachen? Ja. Und wie? Hansa geht durch den Turbanträger mit 1:0 in Führung. Doch bis zur 73. Minute dreht Bochum das Spiel. Hansa Richtung zweite Liga. Da diesen Schweinehund noch mal zu überwinden, wo wir 2-1 zurücklagen in der zweiten Halbzeit, dann noch mal aufzudrehen bei diesen Temperaturen, das war, ja, das war der reine Wahnsinn. Es waren, glaube ich, 10.000 bis 12.000 Hansa-Fans im Stadion, die hinter dem Tor standen. Wieder der Torbahn, wieder dreht sich das Spiel. Hansa führt. Die Rettung. Bange Minuten bis zum Schlusspfiff. Hansa hält nicht nur die Klasse, sondern wird mit 12 Jahren Erstliga-Zugehörigkeit zum erfolgreichsten Ostklub der Bundesliga. Vorschlag Nummer 2. 1991, unglaublich. Vor 2 Jahren noch in der Oberliga, jetzt beim ersten Auswärtsspiel in der Bundesliga bei Bayern München. Doch keine Spur von Ehrfurcht und Hosen voll bei den Küstenkickern. Rostock gewinnt bei den Bayern. Das ist schon, ja, unreal eigentlich in dem Moment, dass man sagt, in München 2-1 gewonnen gegen die Bayern. Gegen Bayern München, die du nur im Fernsehen kennst, die du nur und. Da war dann schon der Glaube dran, die Ostfußballer sind doch gar nicht so schlecht. Oder wir als Mannschaft, das funktioniert, das passt jetzt alles. Wir können in der Bundesliga bestehen. Ein Sieg für die Geschichtsbücher. Kleiner Schönheitsfehler, Hansa Rostock steigt am Ende der Saison ab. Unser Spiel Nummer 3, eine Niederlage, aber was für eine. 2. Oktober 1991, Rostock spielt in Barcelona im Pokal der Landesmeister vor ausverkauftem Haus gegen die beste Mannschaft der Welt. Das war ein super Erlebnis, das muss man einfach sagen. Und das war zu der Zeitpunkt ja auch mit Koman und Stojkovic, der hat mit Knoten in die Beine gespielt. Das ist schon eine andere Klasse für sich gewesen. Auch der Platz, der war 120 Meter lang und 75 Meter breit, das kannten wir ja gar nicht. Hansa verliert das Duell am Ende mit 0:3. Aber hier galt einfach dabei sein. Bei den ganz Großen. Die wohl schönste Niederlage der Vereinsgeschichte. Sie haben eben natürlich geklönt, reden immer noch. Jan, du bist da mit dem Bus hingefahren nach Barcelona? Ja, das war eine meiner ersten längeren Reportagen, die ich gemacht habe, mit Hansa-Fans nach Barcelona. Da bin ich wirklich von Rostock bis Barcelona mit dem Bus und wieder zurück. Das ist ja großartig. Ja, muss man mal machen. Wenn wir uns hier die Spiele angucken, es gab viele besondere Spiele. Das 3:2 von Bochum, Majak mit dem Tor, haben wir gerade gesehen, ist das Hansa-Spiel? Ja,
Also ich bin auch an dem Tag ja live im Stadion gewesen, war auch Reporter fürs Radio an dem Tag. Wer das damals miterlebt hat, der weiß, dass es dazu emotional keine Steigerung mehr gibt. Wenn ich 14 Minuten vor Saisonende 2 Tore schießen muss, um drin zu bleiben und das dann auch schaffe, da ist keine Luft mehr nach oben, was Aufregung und Spannung angeht. Mhm. Gerd Kische, ist Ihnen aus Ihrer aktiven Zeit ein oder sind da mehrere Spiele hängen geblieben, an die man sich noch erinnert? Besondere Duelle gegen besondere Mannschaften? Na, eins war zum Beispiel gegen Jena, wenn man gegen Peter Ducke spielen durfte oder musste, ganz egal. Das war schon immer was ganz Besonderes. Oder gegen Mats Vogel. Ja, das sind schon solche Spiele, die man noch häufiger sich mal so durch den Kopf gehen lässt. Mhm. Vorhin bei den Typen, Jan, da war auch ein Trainer dabei. Wir haben vorhin noch drüber gesprochen. Über 20 Trainer hast du in deiner aktiven Zeit als Journalist mitgemacht. An wen erinnerst du dich besonders gern oder gab es da eventuell noch einen, mit dem das Zusammenarbeiten, das Journalistische, nicht ganz so einfach war? Auch das ist immer von persönlichen Befindlichkeiten geprägt. Super Zusammenarbeit war mit Peter Vollmann. In beiden Amtszeiten, bei dem hat man gemerkt, er hatte richtig Lust auf Medienarbeit. Mit dem konnte man auch wirklich mal ganz unbefangen so klönen. Und er wusste, er konnte auch uns vertrauen, dass wir damit nicht gleich an die Öffentlichkeit gehen, wenn er uns mal ein bisschen was unter der Hand so erzählt hat. Das war schon sehr, sehr angenehm, mit ihm zusammenzuarbeiten. Bisschen schwer getan habe ich mich mit Frank Pagelsdorf. Das war nicht so das ganz große Liebesverhältnis zwischen uns beiden. Nicht immer so einfach. Gerd Kische, was steckt beim FC Hansa drin? Konkreter gefragt, was macht den Mythos FC Hansa Rostock aus? Muss man länger drüber nachdenken, ne? Tja. Wir reden über 50 Jahre. Also, wenn man beginnt damit, dass also den FC Hansa oder Empor ja gar nicht gab, dass also Spieler aus Lautern hier hochgeholt wurden oder auch zwangsumgesiedelt, ich weiß nicht, wie das jetzt nennen soll, das ist schon etwas Besonderes. Und vielleicht hat sich das daraus auch alles entwickelt und ergeben. Und ansonsten sind wir ja die Ostmannschaft, die am längsten dann in der Bundesliga gespielt haben. Ich denke, das hat viele geprägt auch. Vielen Dank bis dahin. Gleich die ganz kurze Schlussrunde. Schauen wir, auch das gehört dazu, wie morgen das Wetter wird. 50 Jahre FC Hansa Rostock. Die Rostock überwintern auf einem Nicht-Abstiegsplatz in Liga 3. Gerd Kische, wie sieht der Saisonverlauf aus? Wird Hansa die Klasse halten? Nicht nur, dass ich mir das wünsche, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass wir nicht absteigen. Unser Hansa-Experte Jan, deine Meinung? Ich würde mich schwer hüten, einer Hansa-Legende zu widersprechen. Hätte ich jetzt übrigens auch nicht gemacht. 50 Jahre FC Hansa Rostock, Nordmagazin Land und